Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Pof. Willkommen, Walter. Willkommen, Martin. Wir sind so privilegiert. Ein Sponsor entschied, dass wir neue Sessel brauchen und hat sie uns zur Verfügung gestellt. Was in der Gegend, in der wir leben, wahrscheinlich keine einfache Aufgabe ist. Nein. Nur zur Information. Wir fuhren gute 1200 Kilometer, um zwei gleiche Sessel zu bekommen. So einfach war das nicht. Nein, nicht ganz so einfach. Und für alle Zuschauer, diese Sessel sind wirklich bequem. Das könnte ein Problem werden. Was ist, wenn wir einschlafen? Nun, es ist erstaunlich, die Füße stehen bequem am Boden. Ja, sehr gemütlich. Die Arme hat man auch nicht an den Ohren. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Ja, wirklich, vielen Dank. Und ich hoffe, dass jeder genauso viel Freude daran hat wie wir. Ja, vielen Dank, das war sehr freundlich. Wir haben ein paar wichtige Dinge zu besprechen. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, vielen Dank für alles, was du für uns tust. Herr, wir brauchen dich bei diesen Gesprächen und ich bitte dich, dass du uns segnest. Wir bitten dich um die Erleuchtung und das Unterscheidungsvermögen durch den Heiligen Geist, damit wir wissen können, was richtig ist und was nicht. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Martin, die Wiese scheint Verführung zu lauten, oder? Ja. So eine Täuschung kann wie das Echte aussehen. Wir sehen so viele Dinge, die in der Welt geschehen, und die Argumente, die dann immer zugunsten dieser stattfindenden Ereignisse vorgebracht werden, oder zumindest für die moralischen Fragen, scheint für manche sehr überzeugend zu sein. Aber sie basieren auf Kriterien, die nicht biblisch sind. Man steht doch vor ernsten Entscheidungen. Das Problem dabei ist, dass die Medien einen ständig mit diesem Denken, das nur eine Richtung kennt, überschütten. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, die ganze Erde staunt hinter dem Tier her. Sie bekam das gleiche Denken. Ja. Wenn man ständig die Agenda pusht und etwas lang genug wiederholt, denken die Leute doch irgendwann, nun, es ist richtig, das zu tun, oder? Genau. Es ist auch wichtig, dass es nicht hinterher wandern, sondern wundern heißt. Ja. Völlig erstaunt und verwundert und alles aufsaugen, was das Tier sagt. Ganz genau. Diesen Blog nennen wir Papst Franziskus Verstehen. Das wird ein Mehrteiler, weil man das unmöglich in einer Folge entwirren kann. Aber unter den gegebenen Umständen haben wir es nach besten Kräften versucht. Papst Franziskus Verstehen, die Agenda der Jesuiten. Warum ist es wichtig, Papst Franziskus zu verstehen? Denn innerhalb katholischer Kreise verstehen ihn viele nicht. Das stimmt. Sie denken, er ist ein total Liberaler. Er bringt eine liberale Agenda hinein. Er verändert das Gesicht der römisch-katholischen Kirche. Und sie beschweren sich bitterlich. Weißt du, was interessant ist? Dass nämlich die protestantische Welt auf diese konservativen Katholiker blickt und sagt, schau doch, das Papsttum hat sich geändert. Sogar sie beschweren sich. Nun, vielleicht wird er so liberal, dass sogar Protestanten bei dem einen oder anderen etwas unsicher werden und sich fragen, was ist da los? Aber die Tatsache ist doch, dass sie sich ändern und die Grundrichtung scheint doch die zu sein, die jeder einschlagen sollte. Ja, und dann hast du auch die protestantische Welt, die diese Änderung sieht und deshalb können sie jetzt in die ökumenischen Gremien gehen. Ganz genau, denn schließlich ist ja das Papsttum des Mittelalters verschwunden. Dieses Papsttum mit dem Konzil zu Trient ist weg. Das existiert nicht mehr. Zumindest glauben sie. Aber da kommt jetzt die Verführung herein. Stimmt. Um das gleich ganz klarzustellen, wir werden über dieses Thema sprechen. Wenn man die Thematik hinter den Kulissen versteht und man
anfängt zu verstehen, woher dieser Papst kommt, dann wird man sehen, dass sich nichts geändert hat. Genau. Und es fügt sich alles zusammen. Ein Chamäleon in Vollendung. Unbedingt. Das sich im Blätterwerk versteckt und sich dem Umfeld anpasst, sodass man dessen wahren Wesen nicht sieht. Sehen wir uns also dieses Thema Papst Franziskus Verstehen an. Hier haben wir einen Artikel von Reuters vom 25. Mai 2021. Papst stößt grüne Initiative an, wobei er die Raubtiereinstellung gegenüber der Erde anprangert. Das ist doch ein relativ modernes Thema, denken die Leute. Das ist es aber nicht. Das ist ein Thema, das eine lange Geschichte hat. Und wir müssen zu dessen Wurzeln gehen, um zu sehen, dass wir jetzt auf der Spitze des Eisbergs sind. Ja. Am Dienstag stieß Papst Franziskus eine Initiative an, um katholische Einrichtungen von Familien über Universitäten bis zu Unternehmen in Sachen Umwelt innerhalb von 7 Jahren nachhaltig zu machen. Dabei sagte er, dass die Raubtiereinstellung vom Planeten gegenüber aufhören müsse. Er setzt also eine 7-Jahre-Frist. Vielleicht weiß er etwas. Okay. Bei einer Pressekonferenz für die Bekanntgabe dieser Initiative sagte Kardinal Peter Turkson, der Leiter der Entwicklungsabteilung des Vatikans, dass der Papst eingeladen wurde, im November bei der Konferenz der Vereinigten Nationen zum Klimawandel in Glasgow, Schottland, anwesend zu sein. Es gibt einen mächtigen Schub in Richtung dieser COP26-Konferenz. Darüber haben wir schon früher gesprochen. Ja. Das wollen wir uns gar nicht ansehen. Wir konzentrieren uns auf die Geschichte, woher das alles kommt. Turkson deutete an, dass der Papst wahrscheinlich teilnehmen werde. In einer Videobotschaft zu diesem Start der Initiative sagte der Papst, dies wird eine 7-Jahres-Reise, die erleben wird, wie sich unsere Gemeinschaften auf unterschiedliche Weise dem Ziel verschreiben, im Geist einer integrativen Ökologie völlig nachhaltig zu werden. Das bedeutet, dass du in deinen Schlitz hineingedrückt werden musst. Es gibt keinen Weg, dem zu entkommen. Das stimmt. Er gibt doch den Ton an, oder nicht? Ja, er übernimmt die Führung. Aha. Die Initiative wird Fokusgruppen haben. Das schließt Familien, Kirchensprengel, Diözesen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen sowie Geschäfte, katholische Laienorganisationen sowie Priester und Nonnenorden ein. Das ist das ganze Spektrum. Nichts bleibt dabei außen vor. Nein, es spricht jetzt zwar nur von den Katholiken, aber es wird definitiv die ganze Welt umfassen. Ja, die ganze Welt. Es ist immer interessant, wie man mit der kleinsten Einheit der Familie anfängt. Denn das Papsttum benutzt die Familie zu dem Zweck, seine Sonntagsagenda zu pushen. Ja. Genau. Und dann hat man die Gesundheitsbotschaft auch dabei. Es gibt einen rechten Arm ihrer Botschaft, wie wir schon früher sagten. Seit Laudato Si, sei gepriesen, 2015 veröffentlicht wurde, haben der Vatikan und katholische Gruppen der Kirche mit 1,3 Milliarden Mitgliedern weltweit viele Initiativen durchgeführt, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Das ist ihr 7-Jahres-Plan. Jetzt geht es richtig los, denn das Laudato Si-Jahr hat gerade aufgehört und jetzt kommt Papst Franziskus mit dem 7-Jahres-Plan. Martin, setzt er da eine Zeit? Das ist ein sehr gefährlicher Trend. Die Theologen müssen das bemerken und sagen, dass Zeitensetzen nicht erlaubt ist. Was man dabei auch unbedingt beachten sollte, wie wir schon sagten, dass er hier von der katholischen Kirche spricht. Aber ist Papst Franziskus denn wirklich nur ein Mann für die katholische Kirche? Oder ist er ein Führer in der Welt? Einige sagen, aber es ist doch egal, was er sagt. Er ist doch nur ein Kirchenoberhaupt. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen das verstehen. Wir werden uns jetzt ein Interview mit John Kerry ansehen. Wie du weißt, ist er ein Mitglied von Skull and Bones. Er gehört also zu den Geheimgesellschaften. Lodge 322 und all diese wundervollen Dinge, die wir schon öfter in vielen anderen Folgen besprochen haben. Was ist denn seine Meinung zur Stellung des Papstes bei all dem?
Es ist wichtig, dass wir das von der mächtigsten Nation in der Welt hören. Wie du schon sagtest, ein Spitzenpolitiker im mächtigsten Land der Erde. Richtig, mit einer sehr mächtigen Position. Sie sind in einer äußerst wichtigen Mission hier in Europa. Können Sie uns sagen, warum es wichtig ist, während Ihres Aufenthalts in Europa einen Besuch beim Papst mit einzuschließen, um über den Klimawandel zu sprechen? Nun, der Papst ist eine der großen Stimmen der Vernunft, eine überzeugende moralische Autorität zu diesem Thema der Klimakrise. Er ist seiner Zeit schon voraus. Er ist ein Führer. Seine Enzyklika Laudato Si ist ein wichtiges, sehr wichtiges, machtvolles Dokument, beredet und moralisch sehr überzeugend. Und ich denke, dass seine Stimme vor und während der Glasgower Konferenz eine sehr wichtige Stimme mit Leitungsfunktion sein wird. Wie können die Vereinigten Staaten als Superpower und der Heilige Stuhl als viel kleineres Land trotz seiner moralischen und geistlichen Autorität im Kampf gegen den Klimawandel zusammenarbeiten? Nun, der Heilige Vater ist eine der, wenn nicht die mächtigste Stimme auf der Erde. Seine Beredsamkeit ist so außergewöhnlich. Sein Ruf an die Menschen, doch ernst zu machen und vernünftig zu sein und unsere Verantwortung als Menschen auszuleben, indem wir für Gottes Schöpfung sorgen. Und nun, wir alle müssen Haushalter für diese Schöpfung sein. Das ist seine Botschaft. Aber weil er über der Politik steht und außerhalb des täglichen Rummels nationaler Konflikte und so weiter, denke ich, dass er Menschen ein bisschen wachrütteln und sie mit einem besseren Verständnis für unsere gemeinsame Verpflichtung an einen Tisch bringen kann. Ich denke auch, dass der Heilige Vater mit einer besonderen Autorität unsere Verantwortung füreinander anspricht und auch darüber, wie wir jetzt alle miteinander vortreten müssen. Angesichts der Spaltungen in der Welt und einer gewissen Polarisierung der Ideologie und dem Konflikt, da ist diese Stimme wichtiger denn je. Nun, Martin, das ist doch ein ganz verblüffendes Interview, nicht wahr? Definitiv. Auch der Hintergrund unter diesem Bild, das alle diese Päpste zeigen. Das Interessante an diesen Päpsten ist, dass sie fast alle Päpste des Zweiten Vatikanums sind. Nicht wahr? Ja, und er thront über ihnen. Stimmt. Dazu einige der vielleicht einflussreichsten, wenn nicht sogar die einflussreichsten Stimmen in der Welt. Und der Papst soll darin die moralische Stimme der Vernunft sein. Es ist interessant, dass die Georgia Guidestones doch von diesem Zeitalter der Vernunft sprechen. Wir müssen aufhören, Parasiten auf dem Planeten zu sein. Nun, das alles ist sehr, sehr wichtig und führt auf dieses COP26-Treffen in Glasgow hin. Interessante Dinge liegen vor uns. Deshalb ist es unbedingt notwendig, zu verstehen, woher das kommt und welches Denken dahinter steckt. Unbedingt. Dazu gehört auch, zu verstehen, woher der moralische Kompass von Papst Franziskus kommt. Ja, denn Kerry sagte ja, dass er der moralische Führer ist. Also muss man doch wissen, über was für eine Art von Moralität wir sprechen. Ganz genau. Sie bezeichnen sich selbst als christliche Institution. Und wir hatten schon einige Folgen über die Lehre der Schlange. Vielleicht möchte sich das ja jemand noch einmal in Erinnerung rufen. Jedenfalls ist die Moralität nicht im Wort Gottes gegründet. Nein. Diese Moralität gründet sich auf etwas grundsätzlich anderes. Richtig. The morality is based on something entirely different. Es ist eine Spiritualität, die in keinerlei Verbindung mit der Bibel steht. Das müssen wir klar herausarbeiten. Wir gehen also zu den jesuitischen Wurzeln und sehen, woher die Moralität kommt. Ja. Und warum sie so eine gefährliche Moralität ist. Es ist wichtig zu verstehen, woher Papst Franziskus kommt. Ja,
Das kommt von America, dem jesuitischen Nachrichtenkanal in YouTube. Das Bild zeigt Vater Sosas neues Buch. Er ist natürlich der Leiter des Jesuitenordens und es spricht darüber, mit Ignatius zu gehen. Das heißt also, dass es sich bei allem um die ignatianische Spiritualität, dem Gründer des Jesuitenordens, dreht. Alle Jesuiten müssen tief von Ignatius' Spiritualität durchdrungen sein. Ja. Wir müssen erfahren, woher das kommt. Weil der Papst Franziskus auch ein Jesuit ist, ist er ebenfalls mit dieser ignatianischen Spiritualität durchdrungen. Ja. Okay, dann sehen wir uns das doch an. Weil Sie ja der Generaloberer der Jesuiten sind und Papst Franziskus unser erster jesuitischer Papst ist, müssen wir fragen, wer denn das Sagen hat zwischen Ihnen beiden. Berichtet er Ihnen oder berichten Sie ihm? Er ist der Papst. Also ist das doch sehr eindeutig. Aber er ist immer noch ein Jesuit. Jeder Jesuit berichtet dem Papst. Nun, ich muss noch etwas erklären. Wenn ein Jesuit Bischof wird, dann liegt sein Gehorsam nicht mehr bei seinen Vorgesetzten in der Gesellschaft, sondern Bischöfe sind vom Papst abhängig. Nun, der Papst hängt von sich selbst ab, vom Geist. Also, vielleicht wissen Sie, dass Ignatius von Loyola den Papst den Stellvertreter Christi auf Erden nannte. Also, er ist der Papst. Ich bin ihm Rechenschaft schuldig. Was bei dieser Unterhaltung interessant war, wir werden uns noch mehr davon ansehen, weil dabei ein paar sehr relevante Aussagen gemacht werden. Also das Erste, was in diesem Teil wichtig ist, war die Aussage, dass der Papst von sich selbst abhängt. Ja. Er hat die ultimative Stimme. Er ist derjenige, der entscheidet. Später im Interview nimmt er für sich in Anspruch, dass er als Haupt des Jesuitenordens der Nacken ist. Was eine gute Analogie ist, denn es sagt schon, wohin es gehen muss. Und manchmal muss der General, wie wir ihn von Kreta nach Malta gesehen haben, seine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Und alle marschieren doch nach dem Takt des Trommelschlags, nicht wahr? Korrekt. Und so organisieren sie die Welt. Für den Fall, dass jemand nicht weiß, wovon du sprichst, wäre es wichtig anzumerken, dass ich den Link dazu einfüge, von Kreta nach Malta. Da können Sie sich das genauer ansehen. Als es um die Kunst des Krieges ging? Ja, genau. Ja, gut, es wäre vielleicht interessant, diesen Link dazuzusetzen. Im Grunde betrachten wir die Struktur ganz allgemein, aber machen wir erstmal weiter. Wie hat das Jesuitische ihn als Papst geformt? Denn nun, er ist jemand, der viel über Urteilsvermögen spricht, was ja ein ganz wichtiger Teil der jesuitischen Spiritualität ist. Und ich frage mich, ob Sie vielleicht ein wenig darüber sprechen könnten. Nun, was wir alle von Papst Franziskus über Urteilsvermögen lernen können. Papst Franziskus ist nicht nur ein Jesuit, er ist auch Christ. Und Urteilsvermögen ist Teil der Christenheit. Wir werden in ein paar Tagen wieder Pfingsten feiern. Wir können also unsere Vorstellungen erneuern, vom Geist geleitet zu werden. Urteilsvermögen ist eine Fähigkeit, durch die jeder Christ vom Heiligen Geist geleitet sein sollte. Deshalb richtet sich die ignatianische Spiritualität so darauf aus. Die geistlichen Übungen sind eine Art Schulung des Urteilsvermögens. Man lernt es in sich selbst, wenn man die geistlichen Übungen befolgt. Das kann jeder Person helfen, die Stimme Gottes zu hören, die ihn zu einem wirklich umfassenden menschlichen Leben beruft und sich dazu entscheiden, dieser Stimme zu folgen und eine Auswahl zu treffen. Und dann, vielleicht können Sie sich auch noch erinnern, dass der Erfolg mit den geistlichen Übungen von Ignatius auch unter Studenten an der Universität stattfand.
Er war ein älterer Student an der Universität und er kam mit anderen jüngeren Studenten zusammen. Alle der ersten Weggefährten von Ignatius waren Studenten an der Uni, die durch die Erfahrungen der geistlichen Übungen zusammengebracht wurden. Großartig. Also diese Schule des Urteilsvermögens hat sich für uns als sehr fruchtbar erwiesen in allen Phasen unseres Lebens und Apostolats. Ja, also machen alle Jesuiten diese geistlichen Übungen. Nun, etwas, was mir immer besonders bei der Gesellschaft auffiel, waren die unterschiedlichen Richtungen, in die Jesuiten dann gehen. Man hat Jesuiten, die Lehrer, Ärzte, Schauspieler sind oder Podcasts machen. Einfach alles, was man sich nur vorstellen kann. Nun, das ist sicher ein Teil des jesuitischen Charismas und die Stärke des Ordens. Aber als derjenige, der dem allem übergeordnet ist, als Nacken, wie kommen Sie mit so einer unterschiedlichen Belegschaft zurecht? Irgendwie kriege ich doch alles gebacken. Jeden Tag entdecke ich etwas Neues. So läuft das. Alright. Nun gut, das ist sehr, sehr wichtig. Das Urteilsvermögen, die Einsicht, kommt durch die geistlichen Übungen. Ja. Das stimmt. Und die geistlichen Übungen Loyolas sind das Mittel, durch das man mit dem Heiligen Geist in Verbindung tritt, um Informationen und Urteilsvermögen zu erhalten. Aber nicht durch das Wort Gottes. Nein. Sondern durch die geistlichen Übungen. Das ist sehr wichtig. Das andere Thema, das er ansprach, war ein wahrhaftig menschliches Leben zu führen. Jesuitisches Denken und jesuitische Theologie, da gibt es ein anderes Buch, das auch von einem Jesuiten geschrieben wurde. Das heißt, kein anderer Name. Fragezeichen. Ja. Kannst du durch irgendeinen anderen Namen als den Namen Jesu Christi gerettet werden? Die Antwort des Buches lautet, natürlich, du kannst in jedem religiösen System gerettet werden. Jesus Christus ist nicht der einzige Weg. Das ist sehr wichtig. Und er definiert, erlöst zu sein, als ein wirklich menschliches Leben zu führen. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Für jemanden, der an die Bibel glaubt, bedeutet erlöst zu sein, dieses Wissen zu haben, dass Jesus Christus den Preis für dich bezahlt hat, dass er durch seine Versöhnung, durch sein Blut, es uns ermöglicht, durch Glauben Teil am Reich Gottes haben zu können, nicht für sie. Nein, für sie ist das nicht so. Wahr ist es, ein wahrhaft menschliches Leben zu führen. Das heißt, dass jeder auf eine Ebene kommen muss, bei der jeder glücklich auf der Erde wohnt. Das ist das Reich auf Erden. Ja. Ich erwarte kein Reich auf Erden. Das können Sie behalten. Das knüpft dann nahtlos an das Weltwirtschaftsforum und deren Plan an, bei dem niemand etwas besitzt und glücklich ist. Und das gleiche Grundeinkommen hat. Ganz genau. Das ist sehr interessant. Wir müssen die Ursprünge der Spiritualität verstehen, woher das stammt. Denn viele Menschen glauben, dass diese Spiritualität, dieses Urteilsvermögen von einer sogenannten christlichen Institution ist und daher von Gottes Wort stammt. Aber das tut es nicht. Das ist sehr wichtig, weil sich ja viel davon großartig anhört. Okay, dann gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte und sehen uns das unter diesen Gesichtspunkten an. Die Gründe, warum es die Jesuiten überhaupt gibt, das ist sehr wichtig. Und ich weiß, dass wir diese Agenda bereits gepusht haben, aber die Menschen vergessen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Geschichte wiederholen zu müssen, weil man die Geschichte der Vergangenheit vergessen hat. Ja, und wir müssen es ja auch nicht erneut ansprechen, wenn wir sehen würden, dass einige das nicht vergessen haben. Stattdessen sehen wir, dass die Leute es eben doch vergessen haben. Und dann machen sie in ökumenischen Gremien mit. Correct. Absolutely. Genau, genau so ist es. Hier haben wir ein Zitat, das sehr treffend ist. Ich kann es dem Denken der Leser nicht genug einprägen, dass die Jesuiten von ihrer Berufung her, vom eigentlichen Wesen ihrer Einrichtung her, mit jedem Mittel, sei es richtig oder falsch, verpflichtet sind, die Vernichtung des Protestantismus anzustreben. Das ist die Bedingung für ihre Existenz, die Pflicht, die sie erfüllen müssen, oder aber aufhören, Jesuiten zu sein.
Demzufolge finden wir sie in diesem üblen Dilemma. Entweder erfüllen die Jesuiten die Pflicht, zu der sie berufen sind, oder nicht. Im ersten Fall muss man sie als die schlimmsten Feinde des protestantistischen Glaubens ansehen. Im zweiten als schlechte und unwürdige Priester. Und so sollten sie in beiden Fällen gleichermaßen mit Widerwillen und Misstrauen betrachtet werden. Das ist Geschichte. Es kommt aus The History of the Jesuits, über deren Ursprung, Fortschritt, Lehre und Aufbau. Gehen wir zum großen Kampf zwischen dem katholischen System samt den Jesuiten, die von den Katholiken als Speerspitze dieses Kampfes für die Katholiken ins Leben gerufen wurden, und Martin Luther. Martin Luther rief dazu auf, das Gewissen durch das Wort direkt Gott zu unterstellen. Und Loyolas Antrieb war die Unterstellung des Gewissens unter das Papsttum. Ignatiantische Spiritualität sollte durch geistliche Übungen erreicht werden, wobei Einbildungskraft und eine Theologie der Begegnung die Realität des Glaubens ersetzte. Dieses Urteilsvermögen, die Einsicht, die die Jesuiten suchen, kommt durch Vorstellungskraft und geistliche Übungen. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Es gründet sich nicht auf das Wort. Nein, es ist auch wichtig, das zu verstehen. Denn sie haben diese Vorstellungskraft und Theologie der Begegnung christianisiert. Ja. Es hat auch protestantische Kirchen durchdrungen. Oh, protestantische Kirchen werden mit geistlichen Übungen betrieben, ohne dass ihnen das bewusst ist. Ja. Also, Martin Luther und Ignatius von Loyola waren sogar Zeitgenossen. Sehen wir uns an, was Martin Luther schrieb. Er schrieb: Die Heilige Schrift ist voller göttlicher Gaben und Tugenden. Die Bücher der Heiden lehrten nichts über Glauben, Hoffnung oder Liebe. Die geben einem keine Vorstellung dieser Dinge. Sie sinnen nur über die Gegenwart nach und über das, was der Mensch mit Hilfe seiner materiellen Vernunft erfassen und verstehen kann. Suche darin nicht nach irgendeiner Hoffnung oder Gottvertrauen, aber siehe, wie die Psalmen und das Buch Hiob Glaube, Hoffnung, Resignation und Gebet behandeln. Mit einem Wort, die Heilige Schrift ist das höchste und beste aller Bücher, übervoll mit Trost in jeder Drangsal und Prüfung. Sie lehrt uns Glaube, Hoffnung und Liebe zu sehen, sie fühlen, zu erfassen und verstehen, ganz anders als die menschliche Vernunft allein vermag. Und so uns das Böse unterdrückt, lehrt sie, wie diese Tugenden Licht auf die Finsternis werfen und wie es nach diesem, unserem armseligen und jämmerlichen Leben hier auf Erden ein anderes und ewiges Leben gibt. Martin, man sieht, wie sehr das Denken Martin Luthers auf die Schrift gegründet war. Und er sagt, dass diese menschliche Vernunft die Tiefe des göttlichen Denkens nicht ansatzweise erfassen kann. Die Heilige Schrift übertrifft alle Künste und Wissenschaften der Philosophien und Juristen an Wirksamkeit. Obwohl diese für das Leben hier unten gut und wichtig sind, sind sie doch, was das ewige Leben betrifft, nichtig und ohne Belang. Die Bibel sollte mit völlig anderen Augen gesehen werden, nicht wie wir sonst Geschaffenes betrachten, der sich völlig verleugnet und nicht auf menschliche Vernunft allein vertraut, mit gutem Fortschritt in der Schrift machen. Aber die Welt versteht nicht, weil sie das Abtöten, was ein Geschenk von Gottes Wort ist, nicht kennt. Kann der, der Gottes Wort nicht versteht, denn Gottes Werke erkennen? Das zeigt sich in Adam, er nannte seinen ersten Sohn Kain, das heißt Besitzer oder Hausherr. Dieser Sohn, so dachte Adam und Eva, würde der Mann Gottes sein, der gesegneten Samen, der Schlange den Kopf zertreten würde. Später, als Eva wieder mit einem Kind schwanger war, hofften sie, eine Tochter zu haben, damit ihr geliebter Sohn Kain eine Frau hätte. Aber Eva gebar wieder einen Sohn und nannte ihn Abel. Das bedeutet Vergänglichkeit, Nichtigkeit. Als ob sie damit sagten, meine Hoffnung ist vergangen und ich bin betrogen worden.
Das ist ein Bild für die Welt und für Gottes Kirche, das zeigt, wie es schon immer zugegangen ist. Der gottlose Kain war ein großer Herr in der Welt, während Abel, jener aufrechte und fromme Mann, ein Ausgestoßener war, untertan und unterdrückt. Aber vor Gott lag der Fall genau andersherum. Kain wurde von Gott abgelehnt und Abel als Gottes geliebtes Kind angenommen und aufgenommen. Das Gleiche kann man täglich hier auf Erden sehen. Darum lasst uns nicht auf deren Tun achten. Der Name Ishmaels war auch ein schöner Name, der Hörer Gottes, während Isaaks Name nichts war. Esaus Name bedeutet der Handelnde, der Mann, der die Arbeit tun wird. Jakobs Name war nichts. Der Name Absalom bedeutet Vater des Friedens. Solch schöne und herrliche Farben tragen die Gottlosen immer in dieser Welt, während sie in Wahrheit und in ihren Taten Gottes Wort verurteilen, verlästern und dagegen rebellieren. Scoffers and rebels to the word of God. Martin, dieser Mann hatte Einsicht. Wow, ja, es ist erstaunlich, wie er das ausdrückt. Wie er es schreibt, ist so faszinierend. Aber durch dieses Wort können wir, Gott sei es gedankt, beurteilen und dergleichen alles erkennen. Für Martin Luther lernte man das Urteilsvermögen im Wort Gottes. Lasst uns deshalb die Bibel hoch in Ehren halten und sie sorgfältig lesen. Für die Weisheit der Welt scheint es keinen leichteren oder einfacheren Weg zu geben, als die der Gottesgelehrsamkeit und das Verstehen von Gottes Wort, sodass die Kinder der Welt in dem Ruf stehen werden, sich bestens in der Schrift und dem Katechismus auszukennen, aber sie verfehlen das Ziel weit. Ich würde alle meine Finger dafür geben, außer drei zum Schreiben, könnte ich Gottes Gelehrsamkeit so einfach und leicht finden, wie sie für sie es zu sein scheint. Der Grund, warum Menschen das so erachten, liegt darin, dass sie schnell müde werden und denken, jetzt wissen sie genug darüber. So finden wir es in der Welt vor und so müssen wir es belassen. Doch in fine videbitur cuius toni. Ich habe viele Male den Versuch unternommen, die 10 Gebote zu erforschen. Aber schon am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, blieb ich stecken. Dieses einzige Wort, ich, gab mir alles. Wer auch nur ein Wort Gottes vor sich hat und aus diesem Wort keine Predigt machen kann, kann niemals ein Prediger sein. Ich bin's wohl zufrieden, dass ich erkenne, was Gottes Wort ist, mag es auch wenig sein, und ich will wohl darauf achten, wegen meiner geringen Erkenntnis nicht zu murren. Das war jetzt ein langes Zitat. Ja, aber es ist wunderschön. Darin steckt so viel Tiefe. Und es sagt uns, dass unsere Vernunft Gott nicht ergründen kann. Wie er das mit den Namen aus der Bibel ausdrückte, dass sie irdisch gesehen die Großen waren. So ist es bis heute. Ja. Also, pass auf mit den großen Namen. Aber das hat mit Urteilsvermögen zu tun und mit Spiritualität. Woher kommt sie? Was sind deren Quelle und Wurzeln? Gehen wir zur anderen Seite und sehen wir, woher Ignatius Loyolas Spiritualität kam. Das ist eine hervorragende Quelle. Die Aubergine beschreibt die Geschichte der Reformation im 16. Jahrhundert. Dort steht, anstatt dass Inigo, eine Kurzform von Ignatius, fühlte, dass sein schlechtes Gewissen ihm dazu gesandt war, um ihn zu Fuß des Kreuzes hinzutreiben, überredete er sich selbst, dass diese inneren Vorwürfe nicht von Gott ausgingen, sondern vom Teufel. Und so beschloss er, niemals mehr an seine Sünden zu denken, sie aus seiner Erinnerung auszulöschen und sie im ewigen Vergessen zu begraben. Luther wandte sich in Christus zu, Loyola fiel auf sich selbst zurück. Bald kamen Visionen, die Inigo in den Überzeugungen bestärkten, zu denen er gekommen war. Inigo suchte nicht die Wahrheit in der Heiligen Schrift, sondern er träumte sich stattdessen eine unmittelbare Kommunikation mit der Welt der Geister. Als Luther seinen Doktorgrad erhielt, verpflichtete er sich mit seinem Eid der Schrift.
Zu jener Zeit übergab sich Loyola Träumen und Visionen. Und chimärenhafte Erscheinungen wurden zum Prinzip seines Lebens und seines Glaubens. Das heißt, dass auch Luther ein schlechtes Gewissen wegen seiner Sünde hatte, so wie Loyola und sein Jesuitenorden. Wie es im katholischen Denken üblich war, so kasteite und schlug er sich. Er fastete, bis er fast verhungerte, schlief auf dem harten Boden ohne Decke. Er bestrafte sich und fand keine Befreiung. Und endlich fand er diese Befreiung in der Schrift. Eventually he discovered that relief in the scriptures. Inigo hatte die gleiche Erfahrung, aber er entschied sich für den Pfad der Spiritualität, der Imagination, wobei er unmittelbaren Kontakt mit der anderen Welt hatte. Und das wurde Realität. Die Geister sprachen tatsächlich mit ihm. Richtig. Und durch die Imagination, die eigentlich eine Form der Selbsthypnose ist, betrat er jene andere Ebene. Und sobald man in dieser Ebene ist, ist man offen für die Geister. Aber Martin, solltest du die Geister nicht prüfen? Das stimmt. Anhand was? Ja, womit? Das ist die Frage. Braucht man nicht einen Standard und eine Norm, mit dem man die Geister prüfen kann? Definitiv. Wenn man die Schrift herausschneidet, womit prüft man dann die Geister? Durch den nächsten Geist? Also, wenn jemand einen Geist hat und dieser Geist zu dem Geist passt, den ich habe, ist das dann eine Bestätigung? Für diese Person schon. Für diese Person schon, aber das ist sehr gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Und es hieß dort auch, Loyola fiel nur auf sich selbst zurück. Das klingt ganz ähnlich wie das, was der General der Jesuiten sagte. Genau. Papst Franziskus muss auf sich zurückfallen. Ja, auf sich und seine Spiritualität. Daher bekommt er die Verbindung. Nun, Martin, um Papst Franziskus etwas besser zu verstehen, müssen wir uns seine Geschichte ansehen und sehen, wie er sich im Jesuitenorden entwickelte und wie sich seine Spiritualität entwickelte. CNN machte eine kleine Serie über Papst Franziskus und es gibt einen Artikel, Dunkle Nacht der Seele. Darin besprechen sie sein Wachstum innerhalb des Systems. Sehen wir uns also einige dieser Dinge an, um zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Das ist Córdoba, eine Stadt im Herzen Argentiniens. Mehr als 1 Million Menschen leben hier, aber in den 1990ern war es ein einsamer Ort für den Mann, der Papst Franziskus werden sollte. Jorge Bergoglio, so hieß der Papst, bevor er Franziskus wurde, lebte früher in Buenos Aires. Dort hatte er den Ruf, mehr ein Exerziermeister als ein Mann der Barmherzigkeit zu sein. Er sagte den Priestern, was sie lesen, wie sie sich kleiden und wie sie beten sollten. Schließlich entschieden die Jesuiten, dass es jetzt genug sei. So sandten sie ihn in das 500 Meter entfernte Córdoba, im Grunde mit der Hoffnung, ihn jetzt los zu sein. Ich sage und glaube immer, dass große Seelen in der Wüste oder im Exil noch größer werden. Nun, wie wurde dieser Mann, der ins Exil geschickt wurde, nicht nur Papst, sondern ein Rockstar-Papst? Seine Heiligkeit Papst Franziskus sagte, Diplomatie ist das Werk kleiner Schritte. Ich möchte die Unterstützung des Vatikans anerkennen und mich dafür bedanken, besonders bei Papst Franziskus für die Verbesserung der Beziehung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten. Ich liebe diesen Kerl. Hallo, schön Sie zu treffen. Schön Sie kennenzulernen. Javier und Sebastian, ein Journalist aus Córdoba. Das riecht gut. Sie haben mich gut bewirtet und sagten mir ihre Sichtweise, wie die Stadt diesen Mann veränderte. Nun, darum sagt er, dass es seine Zeit der inneren Reinigung war, denn er erlebte es sehr innerlich. Er hatte sehr wenig Kontakt mit draußen. Man kann diese Traurigkeit aus den eigenen Worten des Papstes heraushören. Ricardo Spanassi war einer der engsten Freunde des Papstes. Er las mir ein Gedicht von Papst Franziskus über das Verlassensein in einer dunklen Nacht vor, in der ihm nur die Sterne Gesellschaft leisteten.
Ich weiß nicht, wo ich stehen soll. Nächte draußen, den Elementen ausgesetzt. Pater Ricardo sagte mir, wenn ich wirklich wissen möchte, was während der dunklen Nächte mit dem Papst geschah, dann sollte ich mit dessen geistlichem Sohn sprechen, Vater Angel Rossi. Wie lange sind Sie schon hier? 18 Jahre. Der Papst, wie er seinen Mate trinkt. Das ist ein großer Mate. Er sieht glücklich aus. Er brachte mich zu der Kapelle, in der der Papst jeden Morgen allein betete. Rosie sagte, dass der Papst während seines Exils schrecklich litt und seine Freunde sich Sorgen um seine mentale Gesundheit machten. Jemand näherte sich meinem Vater. Es war kein Priester, aber jemand, den er kannte. Dieser sagte, wie schade, dieser Mann war so vielversprechend und ihm geht es nicht gut. Hier lebte Papst Franziskus vom Juni 1990. Wow. Vater Rosie zeigte mir sogar den Raum, in dem Papst Franziskus lebte. Hier betete, las, schrieb und hörte er. Ja, sehr einfach, sehr demütig. Letztlich ist nicht ganz klar, was mit Papst Franziskus während seines Exils in Cordoba geschah. Aber es heißt, dass er barmherziger und freundlicher zurückkam. Ganz egal, was hier geschah, es scheint einen bleibenden Eindruck bei Papst Franziskus hinterlassen zu haben. Nun, Martin, es gibt einige, die behaupten, dass er in jener dunklen Nacht ähnliche Erfahrungen gemacht hatte wie Ignatius Loyola. Weil er ja die geistlichen Übungen praktizierte. Es ist Teil des Programms. Jeder Jesuit muss die geistlichen Übungen machen. Und dort hatte er diese Theologie der Begegnung. Diese innere Spiritualität, die auch im Video erwähnt worden war, die er entdecken musste. Ja, wie auch der General der Jesuiten sagte, er wurde durch die geistlichen Übungen geformt. Dort war es also. Dort formte ihn diese kontemplative Religion. Nicht das Wort Gottes. Sehen wir uns nur einige Zitate bezüglich dieser Spiritualität an. Die dunkle Nacht der Seele des Papstes. Es braucht für Jesuiten mehr als 10 Jahre, bis sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Das beinhaltet theologische und philosophische Studien, praktischen Dienst und mehrfache intensive geistliche Einkehr. Die Idee dahinter ist, eine Kompanie von Männern auszubilden, die überall hingehen und jede Mission erfüllen können, alles zum größten Ruhm Gottes. Tatsächlich ist dieser größere Ruhm der größte Ruhm des Papstes. Bergoglio, Papst Franziskus, wurde schon mit 36 Jahren zum Provinzial der argentinischen Jesuiten ernannt. Die Gesellschaft Jesu unterteilt sich selbst in geografische Regionen, die Provinzen genannt werden, die von Provinzialen für eine Amtszeit von 6 Jahren geleitet werden. Nachdem sie in machtvollen Positionen wie der eines Provinzials gedient haben, werden viele Jesuiten zurückversetzt, um Ambitionen und Karrieredenken entgegenzuwirken. Eine Sünde, die Ignatius die Mutter allen Übels nannte. Doch Bergoglios Nachfolger als Provinzial, Swinnen, machte seinen Freund zum Rektor des Collegio Maximo. Eine Entscheidung, die die Provinz noch für Jahrzehnte entzweien würde. Für die Provinz war es noch problematischer, dass seine Untergebenen jedes Wort Bergoglios als heilige Schrift ehrten. Und so hatte er nach 15 Jahren in diesem hohen jesuitischen Amt eine beträchtliche Anhängerschaft gewonnen, vielleicht 40% der Provinz. Schließlich entschieden Bergoglios Vorgesetzte, dass sie genug hatten. Sie verfrachteten ihn ins 500 Kilometer entfernte Cordoba. Jetzt kommen wir zum Kern. Was geschah dort mit ihm? Stellen wir etwas nochmal genau klar. Im Grunde war er ins Exil geschickt und degradiert worden. Genau. Doch das ist Teil ihrer Ausbildung. Ja. Wir sollten das also nicht missverstehen. Es ist Teil des Planes. Es geschieht mit allen. Auch nur rein Interesse halber. Die dunkle Nacht der Seele ist eigentlich ein Gedicht des heiligen Johannes vom Kreuz. Der war auch Katholik, aber ein Mystiker. Allerdings. Da spielen also ganz viele Nuancen hinein, interessante Details. Ja. Also, was tat er in der Zeit, als er weg war?
Während er von den geistlichen Übungen zehrte, dieser Sammlung von Gebeten und Kontemplationen, die er schon vor Jahrzehnten selbst als Novize gelernt hatte, erlebte er den Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbsthingabe. Reverend Angel Rossi, ein Mann, den Papst Franziskus seinen geistlichen Sohn nennt, beschreibt den Papst wie folgt. Er ist demütig, aber zuversichtlich, ein disziplinierter Regelbrecher. Er ist zutiefst geistlich, aber schlau, eine Kreuzung zwischen einem Wüstenheiligen und einem durchtriebenen Politiker. Er ist ein Mensch der Macht und der Tat, der einen Großteil seiner Zeit im Gebet und der Kontemplation verbringt. Es ist eine Beschreibung, in der viele Jesuiten sich wiedererkennen können. Widerspruch ist ein Teil dessen, was wir sind, sagte Rossi. Das ist Teil der Ausbildung. In dieser Kontemplation, also in dem, was Ignatius sie lehrte und was er selbst erlebte, darin finden sie ihre Spiritualität und ihre Vernunft und ihr Urteilsvermögen. Hier haben wir einen anderen Jesuiten, der diesen Sachverhalt erklärt. Die jesuitische Spiritualität von Papst Franziskus. Als Jesuiten haben Papst Franziskus und ich viel Gemeinsamkeiten. Wir wurden während der langen Jahre der jesuitischen Ausbildung und auch seitdem sozusagen von derselben Spiritualität geformt. Nachfolgend beleuchte ich von innen heraus einige der Schlüsselmerkmale jesuitischer Spiritualität, besonders unter dem Aspekt, welche Einsicht sie uns über den ersten jesuitischen Papst der Welt liefern können. Ein Sünder dazu berufen, ein Weggefährte in der Mission Christi zu sein. Für jeden Jesuiten ist die Erfahrung der geistlichen Übung des heiligen Ignatius von Loyola zentral. Er gründet die Gesellschaft Jesu, die auch als die Jesuiten bekannt ist. Jeder Jesuit begeht die kompletten 30 Tage andauernden Übungen, sowohl am Anfang wie auch am Ende seiner Ausbildung, sowie gewöhnlich eine kürzere Einheit der Übungen pro Jahr. Gott in jedem und überall zu finden. Das ist doch interessant, oder? Ja, das ist wirklich interessant. Ihn überall zu finden, das ist Pantheismus. Ja. In vielerlei Hinsicht ist es fast wie bestimmte Formen des Buddhismus. Ja. Bei denen man schließlich verschmilzt und Teil des Göttlichen wird. Das ist eine sehr okkulte Erfahrung. Eine zweite Charakteristik der jesuitischen Spiritualität ist deren Betonung auf der Fähigkeit, Gott in allen Menschen, an allen Orten und in allen Dingen zu finden. Das ist Pantheismus. Und in einem höheren Sinn ist es Pantheismus, der auch eine persönliche Seite Gottes zulässt. Franziskus war in Argentinien als junger Mann der Meister der jesuitischen Novizen, um den traditionellen Titel zu benutzen. Er bildete sie aus. Das war seine Tätigkeit. Ja, er leitete Einkehrwochen und dergleichen. In dieser Rolle musste er fähig sein, die geistlichen Übungen jenen zu vermitteln, die es in Betracht zogen, Jesuiten zu werden. Das bedeutet, dass er die Übungen sehr gut kennen musste. Die Charakteristik, Gott in jedem und überall gegenwärtig zu finden, macht die jesuitische Spiritualität auch weltumspannend. Offen für Menschen anderer religiösen Traditionen und keiner. Deshalb können sie auch Atheisten und Pantheisten eingliedern. Jegliches System, Schamanen, einfach alles. Ihre Arme sind weit geöffnet, um all jene aufzunehmen. Und auch offen dafür, den guten Willen in jedem zu sehen. Franziskus ist für diese Offenheit wohl bekannt. Und dann das Urteilsvermögen. Ich möchte hervorheben, wie die jesuitische Spiritualität in Franziskus am Wirken ist. Das macht uns bewusst, dass, obwohl er eindeutig ein Bewunderer von Franz von Assisi ist und von ihm inspiriert ist, er trotzdem, wie ich meine, zuerst und vor allem ein Nachfolger des heiligen Ignatius ist. Und er selbst hat darüber keine Zweifel. Als er von Brasilien zurückkehrte, sagte er in einem improvisierten Interview zu den Journalisten, die im Flugzeug mit ihm reisten, das Folgende. Jetzt sollten wir gut zuhören.
In meiner Spiritualität fühle ich mich als Jesuit. In der Spiritualität der Übungen, die Spiritualität habe ich in meinem Herzen. Ich spüre das so sehr, dass ich in 3 Tagen gehen und mit Jesuiten das Fest von St. Ignatius feiern werde. Ich werde die Morgenmesse lesen. Ich habe meine Spiritualität nicht verändert. Nein, Franziskus ist kein Franziskaner. Nein, ich fühle mich als Jesuit und ich denke wie ein Jesuit. Nun, Martin, ich denke, das sollte es den Zuhörern ziemlich deutlich machen, dass Franziskus von den geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola durchdrungen ist. Richtig. Sie sind seine Norm, sie sind sein Standard und seine Richtschnur und die Quelle seines Urteilsvermögens. Ich denke, dass es wichtig ist, einen kurzen Abstecher in die Geschichte zu unternehmen, um zu sehen, was die geistlichen Übungen jetzt tatsächlich enthalten. Das ist auf jeden Fall wichtig. Nachdem wir gesagt haben, dass er von dieser Spiritualität und diesen Übungen durchdrungen ist, aber viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was diese beinhalten. Ganz genau. Und es ist sehr wichtig, dass wir sie kennen. Warum? Weil es nicht nur Papst Franziskus betreffen wird. Ja. Es wird die ganze Welt betreffen. Oh ja, die ganze Welt. Denn dieses Urteilsvermögen, diese Spiritualität muss über die ganze Menschheit gelegt werden. Auch über dich und mich. Ich weigere mich, ein Teil davon zu werden. Denn wie Martin Luther werde ich meinen Standpunkt auf das Wort gründen. Dorther muss meine Spiritualität und mein Urteilsvermögen kommen. Richtig. Hier wurde der Autograph, der über die geistlichen Übungen des St. Ignatius von Loyola schrieb, von Father Elder Mullen, Gesellschaft Jesu, New York, übersetzt. Sehen wir also, wie es geht. Der Ruf des zeitlichen Königs hilft dabei, sich über das Leben des ewigen Königs zu versenken. Hier haben wir die erste Grundprämisse. Du gehst nicht direkt zu diesem ewigen König. Du gehst zum zeitlichen König. Das heißt, du machst einen Menschen zu deinem Vorbild. Und da spielt der Papst mit hinein. Er übernimmt die Stelle. Er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Er nimmt die Stelle von Jesu Christi ein. Und wenn man über Spiritualität, die daherkommt, nachsinnt, dann erhält man das auch. Dann hat man Jesus Christus umgangen. Es fängt also mit dem Gebet an. Lass das vorbereitende Gebet das Übliche sein. Erste Einleitung. Die erste Einleitung ist eine Zusammenstellung, wobei man den Ort sieht. Er wird hier mit dem Blick der Vorstellungskraft zu sehen sein. Die Synagogen, die Dörfer und Städte, in denen Christus unser Herr predigte. Jetzt arbeitet deine Vorstellungskraft und du tauchst in die Szene ein. Visualisierung. Ja, Visualisierung. Dann die zweite Einleitung. In der zweiten Einleitung fragt man nach der Gnade, die man möchte. Erster Punkt. Der erste Punkt ist, vor mich einen menschlichen König zu stellen, der von Gott, unserem Herrn, erwählt ist, dem alle christlichen Prinzen und Menschen Ehre erweisen und gehorchen. Christus ist sofort aus dem Rennen. Er ist ersetzt. Zweiter Punkt. Man betrachtet, wie dieser König zu seinem ganzen Volk spricht. Es ist mein Wille, alles Land der Ungläubigen zu erobern. Wenn jemand mit mir kommen will, so soll er zufrieden sein, das zu essen, was ich esse, und auch zu trinken und sich zu kleiden und so weiter, wie ich es tue. Genauso soll er wie ich am Tage arbeiten und in der Nacht wachen, sodass er hinterher teilhaben mag am Sieg, wie er teilgehabt hat an der Arbeit. Und weg ist deine Individualität. Du hast sie gerade geopfert. Das stimmt. Dritter Punkt. Als dritten Punkt soll überlegt werden, was die guten Untertanen antworten sollen. Vierte Regel. Lobe viel die religiösen Orden, Unberührtheit und Enthaltsamkeit und nicht so sehr die Ehe.
Wenn du ein Jesuit sein möchtest, musst du all das ablegen, was für die Menschheit natürlich wäre und von Gott in die Menschheit gesetzt wurde. Man muss die natürlichen Gefühle abtrennen, sich von den natürlichen Emotionen trennen, sich trennen von dem, was einen von Natur aus anziehen würde, und das aus dem eigenen Leben ausschließen. Denn das würde dir im Weg stehen, Martin. Bei diesem einen Ziel. Die fünfte Regel. Als fünftes sollen die Gelübde der Religion gepriesen werden. Das des Gehorsams, der Armut, der Keuschheit und anderer Vollendung der Leistung für das Geforderte hinaus. Das heißt, du musst all diese Schritte durchlaufen, all dieses Fasten und dergleichen und all diese Gelübde und nicht das Wort Gottes. Man sinnt nicht über Gott nach, man sinnt über das System nach. Sechste Regel. Die Reliquien der Heiligen sollen gepriesen werden. Also, entschuldige Martin, aber ist das nicht gegen das zweite Gebot? Ja, da wird etwas zum Götzen gemacht. Ist das nicht einer der Gründe, warum Rom dieses Gebot entfernen musste? Nun, die Reliquien der Heiligen zu preisen, aber du darfst nichts anbieten, weder über der Erde noch unter der Erde, nicht was tot ist. Nein. Du sollst dich mit den Toten verunreinigen, sagt die Bibel. Sie machen genau das Gegenteil. In diesem Artikel, die schwarze Nacht der Seele und Papst Franziskus, erwähnten sie auch diese Kapelle, in der Franziskus immer betete. In dieser Kapelle, wo er gewöhnlich betete, gab es viele jesuitische Reliquien. Die Reliquien der Heiligen sollen gepriesen werden, indem man sie verehrt. Das ist gegen das Wort Gottes. Und zu den Heiligen betet. Laut der Bibel darf man Tote nicht befragen. Kreuzwege, Pilgerreisen, Ablese, Straferlässe, Kreuzzüge und angezündete Kerzen in den Kirchen sollen gepriesen werden. Martin, findet man das irgendwo in der Schrift? Nein. Siebte Regel. Verordnungen über Fasten und Enthaltsamkeit sollen gepriesen werden. Wie die Fastenzeit, das Fronfasten, Nachtwachen, Freitag und Samstag, genauso Bußübungen, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Das bedeutet, dass man sich körperlich züchtigen muss, sich schlagen. Ist das denn biblisch? Nein. Wurde Christus nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten, damit wir so behandelt werden können, wie er es verdient? Ja. Die achte Regel. Der Schmuck und die Kirchengebäude selbst sollen gepriesen werden. Was ist das denn, Martin? Götzenanbetung. Richtig. Genauso wie die Bildnisse, die verehrt werden sollen, je nachdem, was sie darstellen. Um die wahre Empfindung zu haben, die wir in der kämpfenden Kirche haben sollten, lasst folgende Regel beachtet werden. Erste Regel. Als erstes. Jedes Urteil beiseite gelegt. Wir sollten unseren Verstand bereithalten, in allem der wahren Braut Christi, unseres Herrn, die unsere heilige Mutter, die Kirchenhierarchie ist, bedenkenlos zu gehorchen. Das ist die erste Regel. Du sollst keinerlei eigenes Urteil haben. Martin, was ist mit "Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt"? Ja, das ist eine Wahl. Gibt es hier eine Wahl? Oh nein, da nicht. Keinerlei Wahl. 13. Regel. Um in allem richtig zu liegen, sollten wir immer daran festhalten, dass das Weiße, was ich sehe, schwarz ist. Wenn die Kirchenhierarchie es so entscheidet, weil man glaubt, dass zwischen Christus, unserem Herrn, dem Bräutigam und der Kirche, seiner Braut, der gleiche Geist herrscht, der uns regiert und leitet zur Errettung unserer Seelen. Denn durch den gleichen Geist und unseren Herrn, der die 10 Gebote gab, wird unsere heilige Mutter, die Kirche, geleitet und regiert. Aber diese 10 Gebote wurden doch im Katechismus verändert, nicht wahr? Ja. Welcher Herr gab sie dann? Nun, der Feind Gottes. Du hast recht, Martin, denn der Herr sagt, ich verändere mich nicht. Ich ändere nicht, was aus meinem Mund gegangen ist. Aber diese Leute haben einen veränderten Satz der 10 Gebote. Welcher Herr gab ihnen denn diesen falschen Satz an Geboten? Jener Herr der Erde. Was ihnen erlaubt, Reliquien und Bilder zu verehren und all diese Dinge. Wenn man das in sein Vorstellungsvermögen aufnimmt, also
verinnerlicht, kommt man schließlich in seiner Vorstellungskraft an den Punkt, an dem man mit dieser Welt in Kontakt kommt. Dann ist man Teil der okkulten Welt. Ja, denn Satan steckt hinter all dem. Das stimmt. Die Jesuiten sollen diesen Kadavergehorsam haben. Perinde ac cadaver, wie eine Leiche. Loyola schrieb, auch wenn Gott dir ein Tier ohne Verstand als Meister gibt, wirst du nicht zögern, ihm als Meister und Führer zu gehorchen, denn Gott hat es so verfügt. Die Konstitutionen wiederholen 500 Mal, dass man Christus in der Person des Generals sehen muss. Man hat also den weißen Papst und den schwarzen Papst. Das ist wie Yin-Yang, östlicher Mystizismus. Nun, Martin, diese Übungen, wir können noch mehr in die Einzelheiten gehen, denn wenn er über Visualisierung spricht, sagt er, dass man all seine Sinne einsetzen muss. Ja. Alle. Jeden der fünf Sinne. Wenn man visualisiert, sagen wir, die Gegenwart Christi oder in der Gegenwart von Maria, seiner Mutter zu sein, muss man sie sehen, in der spirituellen Vorstellungskraft. Mhm. Du musst sie riechen. Du musst sie berühren. Du musst sie hören. Genau die Erscheinung, die man sich vorstellt, wird eine Realität, weil man sie über die Sinne verinnerlicht hat. Und wenn sie dann zu dir spricht, wird das zum Wort Gottes. Und du musst auf sie hören. Aber hast du diesen Geist geprüft, wenn er dir sagt, dass du die Gesetze Gottes verändern kannst? Nein. Nein. Also, diese Art der Ausbildung ist quicklebendig und hat die ganze Welt unterwandert. Richtig. Protestantische Kirchen haben dem ein christliches Etikett verpasst. Sehr richtig. Heute finden wir ignatiantische Exerziten auf der ganzen Welt. Und wie wir gesehen haben, muss man das jährlich wiederholen, in der einen oder anderen Form. Die Jesuiten haben die protestantischen Kirchen unterwandert und diese Spiritualität von Ignatius in die Kirche hereingebracht, ohne dass ihnen das bewusst ist. Richtig. Ignatiantische Exerziten und geistliche Übungen. 8 Tage ignatiantische Exerziten für Priester, Religiöse, Diakone und Laienprediger von Thomas Rausch, Gesellschaft Jesu. Dabei kommt Kontemplation, Dinge aus den geistlichen Übungen und andere Meditationen zum Einsatz, die den Leser unter Gebet in das Herz ignatiantischen Exerziten einführt. Und dann das Grundsätzliche. Wie dienst du? Wem dienen? Den Interessen der Kirche. Genau. Hier ist noch etwas vom Jesuit Review. Man kann sich die geistlichen Übungen von dieser Webseite downloaden. In der ersten Folge des Jesuit Review wird eine Einführung zu den geistlichen Übungen angeboten. Man kann das dort lesen. Zusammen mit Vater Joseph Tetlov von der Gesellschaft Jesu und er schreibt, die Philosophie setzt sich im Kern des jesuitischen Lehrplans der freien Künste fort, denn es kann mehr als jede andere Disziplin die intellektuelle Bekehrung dessen, der in herkömmlichen Bahnen denkt, zu einer prinzipiellen Reflexion herbeiführen. Was sagte Martin Luther in den Zitaten, die wir am Anfang hatten? Was sagte Martin Luther über den Wert dieser Dinge? Keinen. Null. Gar keinen. Keinerlei Wert. Es mag in der vergänglichen Welt von Wert sein. Ja. Es mag für die Welt wichtig sein und für dein Ansehen in deren Augen, aber bei Gott hat es null Wert. Bei Gott nicht. Genauso viel wie diese wichtigen Namen, die in Gottes Augen auch nichts bedeuten. Genau. Hier haben wir ein Zitat von Richard M. Gula, natürlich ein Jesuit und ein Professor. Unsere eigene Jordan-Erfahrung muss die Grundpfeiler-Erfahrung sein, um alle anderen Erfahrungen zu bewerten, ob sie Erfahrungen von Gott sind. Es bedarf solcher Disziplin wie etwa einen anhaltenden Rhythmus des Gebets, der Erholung, stille Übung, um unsere körperliche wie emotionale Gesundheit zu nähren. Und andere geistliche Übungen wie geistliche Führung, Traumarbeit, Fasten und
was uns sonst noch befähigt, unsere Vorstellungskraft aufzuschließen. Und all diese lähmenden Anhängsel abzulegen, die uns daran hindern, uns Gottes Gegenwart in unserem Leben bewusst zu sein und auch daran, unser Leben in die Strömung unseres tiefen Verlangens zu bringen. Das Urteil, zu dem der Prozess des Wahrnehmungsvermögens führt, wird für uns so wahr sein wie die Freiheit, mit der wir es anwenden. Nun, Martin, es ist keine Unze, kein Nanogramm biblischer Spiritualität in dieser Aussage. Nein. Woher erhält man sein Urteilsvermögen? Woher bekommt man seine Information, was der Wille Gottes ist? Von einem inneren Ich. Und das ist von dämonischen Geistern genährt worden, um es ganz ungeschönt zu sagen. Wie wissen wir, dass sie dämonisch sind? Weil sie das Wort Gottes verändern. Martin, nachdem wir jetzt gesehen haben, was die Grundlage dieser Spiritualität von Ignatius ist und was die Moralität von Papst Franziskus nährt, was dann wiederum die Moralität der Welt nährt, ja, was dann wiederum in die Gesetzgebung eingebaut wird. Nun, möchtest du als bibelgläubiger Mensch Teil dieser Spiritualität werden? Nein. Würdest du mit Martin Luther sagen, dass es an der Zeit ist, zu sprechen? Ja, definitiv. Und es ist umso wichtiger, weil das, wie du schon vorher erwähnt hast, in Kirchen eingedrungen ist. Ganz genau. Überall im Protestantismus. All diese Dinge, die Exerziten und was sie so haben, basieren auf der Spiritualität von Ignatius. Sieht man sich die Strukturen an, die sie in den Kursen haben, wie auch im Alpha-Kurs und dergleichen. All das ist durchdrungen von ignatiantischer Spiritualität. Wenn man dann mit Kerzenritualen und Kontemplation und all diesen Sachen anfängt und dabei noch östlichen Mystizismus hineinbringt. Ja, jetzt hat man sogar christliches Yoga. Ja. All das knüpft an diese falsche Spiritualität. Ja, und die Menschen werden hineingezogen. Es muss eine sehr klare Trennung zwischen denen kommen, die diese Informationen, dieses Wort Gottes kostbar finden und denen es nicht kostbar ist. Bevor wir abschließen, lass uns noch die Bibel zur Hand nehmen, wenn es dir nichts ausmacht. Zur Bibel zu gehen, macht mir nie etwas aus. Lass uns ganz spontan hierher gehen, gleich zum ersten Psalm in der Bibel. Es gibt übrigens einen Grund, warum gerade dieser Psalm der erste Psalm ist. Es ist ein sehr kurzer Psalm, aber er bereitet den Weg. Eigentlich bereiten die ersten beiden Psalme den Weg für das ganze Buch der Psalmen, was ja das Gesangbuch der Hebräer war. Das sangen sie. Nun, weißt du, das Gesangbuch der Hebräer und auch die Worte, die sich darin finden, sind so bedeutungsvoll und tiefsinnig. Daher bekommt man doch seine Spiritualität, nicht wahr? Ja. Ich weiß, dass das jetzt nicht Gegenstand des Gesprächs ist, aber nur um ein Gegengewicht zu all dem zu setzen, was wir gesehen haben. Ja, richtig. Sehen wir hinein. Daher bekommt man seine Spiritualität. Ja, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Daher bekomme ich doch meine Spiritualität. Nun, Martin, sieh dir diesen ersten Vers an. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da sieht man eine Steigerung, ein Verlauf, vom Wandeln zum Gegenübertreten zum Sitzen. Wenn man mit dem Gottlosen wandelt, bleibt man schließlich stehen und fängt an, mit ihm zu reden. Und schließlich sitzt man bei ihnen. Ja. Und schließlich wird man noch zu einem Vorsitzenden. Hat den Vorsitz.
Nun, auf Afrikaans, das ist ja deine Sprache, dort heißt Vorsitzender Voorsitter. Voorsitter. Yes. Ja. Habt ihr das mitbekommen? Voorsitter. Voor ist vor. Und Sitter ist ein Sitzender. Also ein Vorsitzender. Der vorne dran sitzt. Derjenige, der das Sagen und die Kontrolle hat. Also Martin, wenn man anfängt, im Rat der Gottlosen zu wandeln, anders gesagt, jene, die ihre Spiritualität nicht aus diesem Buch beziehen, sondern aus einer anderen Quelle, treten zu einem Gespräch zu ihnen und sitzen schlussendlich mit ihnen zusammen in einem ökumenischen Gremium. Was ist, wenn du dann ein Vorsitzender in einem ihrer Gremien wirst? Dann hast du ein Problem. Dann hast du ein großes Problem, nicht wahr? Dann hast du den Köder schon mit Samthaken und Angelschnur geschluckt. Hüten wir uns davor, diese Straße hinunterzugehen. Aber unsere Lust sollte am Wort des Herrn sein, und über sein Gesetz sind er nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist das genaue Gegenteil der Spiritualität eines Ignatius. Nicht zu den Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dieser Psalm gibt den Ton vor. Wandel nicht mit ihnen. Steh nicht mit ihnen da und setz dich nicht zu ihnen. Es steigert sich. Ja. Und halte dich an die Bibel, an das Gesetz Gottes, die Tora, das Gesetz und die Propheten. Dann wirst du wie dieser Baum sein, der an den Wassern gepflanzt ist. Der zweite Psalm sagt uns, um wen sich unsere Spiritualität drehen sollte. Nicht um einen irdischen Blender, der seine Spiritualität aus einer unbiblischen Quelle bezieht. Richtig. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Sie spüren, dass es etwas in Gottes Wort gibt, was sie zurückhält. Ja. Und das ist Gottes Gesetz. Das stimmt. Lasst uns ihre Bande zerreißen und tu, was du willst. Soll das ganze Gesetz sein. Sagen sie das nicht? Ja, weil das Gesetz eine Last ist. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und lasst uns unsere Spiritualität aus einer anderen Quelle schöpfen. Durch unsere Forschungskraft und nicht durch Gottes Wort. Aus uns heraus. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Hör dir das an. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wer ist der wahre König, Martin? Jesus. Kein Irdischer, den ich an seine Stelle setze. Nein. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Das ist eine messianische Verheißung. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Jesus wird der endgültige Herrscher sein. Wenn du dein Vertrauen auf einen Irdischen setzt, wirst du enttäuscht werden. Es wird dich auch treffen. Dich eingeschlossen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Ach, Martin, und nun dieser Vers. Küsst den Sohn. Damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Martin, was mich und mein Haus angeht, wir wollen dem folgen.
Weißt du was? Geh nicht hin, um dich hinzusetzen und dann zu versuchen, zu riechen und zu berühren und all diese Dinge zu tun. Nein. Öffne dieses Wort, lies es durch und daher kommt dann deine Spiritualität. Lass uns beten. Himmlischer Vater, was für ein Gegensatz, was für eine Verschwörung, um den König des Himmels zu entthronen. Herr, lass uns den Sohn küssen, damit wir nicht verloren gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen.